lieber Zuhörer, lieber Zuhörerinnen, ich bin überzeugt, wir brauchen Gott nicht erklären. Die Menschen kennen ihn. Tief in jedem Menschen lebt ein Stück Wissen über Gott, eine Sehnsucht, ihm zu begegnen. Und nicht nur im Gottesdienst oder in einer Predigt, auch nicht durch Priester oder ganz besondere Menschen kann dieser Nähe Gottes erfahren werden. Vollmacht wird spürbar, wo ein Mensch bereit ist, sich Gottes Geist zu überlassen. Sogar eine einfache Begegnung zwischen Menschen kann zur Gottesbegegnung werden, wenn wir bereit sind, innerlich mit dem Geist in Verbindung zu bleiben und ihm erlauben, dass er sich in unserem Handeln vollmächtig dazwischen schalten, auf die Gefahr hin, dass etwas geschieht, was wir nicht geplant haben und uns herausfordert. Nicht das Wissen über Jesus, über Gott, über das Glaubensbekenntnis oder eine noch so wichtige Wahrheit macht die Menschen frei. Es braucht eine persönliche Erfahrung, dass Gottes Kraft unser Leben zum Guten hin verändern will. Jesus treibt den Dämon aus. Der Mann soll frei sein, mit dem Heiligen, dem Wirken Gottes selbst ganz eigene Erfahrungen zu machen. Die Freiheit, sich auf den Weg zu machen, Gottes Wahrheit zu begegnen, außerhalb von Formeln, auswendig gelernten Glaubensbekenntnissen und negativen Vorurteilen. Danach sehnen sich auch viele Menschen heute. Vielleicht auch manche von uns. Sind wir bereit, uns neu auf diesen Weg zu machen? Nach wirklichen, wirksamen Zeichen von Gottes Gegenwart zu suchen? Bitten wir aus ganzem Herzen darum, ihm begegnen zu dürfen, auch wenn er uns verwirren, herausfordern kann, auch wenn er die Schablonen sprengt, indem wir ihn eingesperrt haben, um ihn fassen zu können und unser Leben bequem einrichten zu können. Das Markus-Evangelium, mit dem wir in diesem Kirchenjahr unterwegs sind, wird uns immer wieder vor diese Frage stellen. Wir dürfen gespannt sein, wohin Gottes Geist uns dann in diesem Jahr führen wird. Amen.